Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Tier 2 Gaming PC AMD für 800 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Bevor wir damit starten, ich habe ja gerade ein Giveaway am Laufen. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist ein Review über ein Case und das Case könnt ihr gewinnen. Schaut euch einfach das Video an, wenn ihr mitmachen wollt. Hier sind allerdings so Kommentare drunter, die meisten lösche ich immer weg. Aber von so einem Bot hier, thanks for watching, hit up for your prize und dann inbox me on Telegram, bla bla bla. Fallt da drauf bitte nicht rein, das bin nicht ich. Teilweise haben die auch das Logo von mir genommen. Aber lasst einfach eure Daten davon weg, kontaktiert die gar nicht. Ich habe schon Briefe bekommen bzw. Nachrichten, dass es einfach so ist, ja, ich habe da meine Adresse hingeschickt, was passiert jetzt und so. Die wollen dann Geld von euch für irgendwelche Versandkosten. Daniel, also Kreativecke, hat darüber auch mal ein gutes Video gemacht. Lasst es einfach sein. Geht da bitte nicht drauf ein, das ist alles Fake. Ich lose das Gehäuse am Sonntag bei mir im Livestream aus und ich beantworte dann direkt hier drunter auch nochmal, falls derjenige nicht im Stream dabei ist und sagt dann, hey, du hast gewonnen, wenn du dann bei mir draufklickst, dann kommst du ja automatisch auf meinen Kanal und dann wissen wir da Bescheid. Aber fallt auf diesen Mist hier bitte nicht herein. Gebt keine Daten raus, gar nicht kontaktieren, ignoriert es einfach. Ich versuche es immer wieder rauszulöschen, aber die sind so schnell, diese Bots haben immer wieder neue Accounts, ist ein bisschen schwierig. Kommen wir jetzt also zu dem PC. Das ist ein 800-Euro-PC, hier haben wir das Gehäusebild, das ist jetzt nichts Besonderes. Also es ist ja manchmal so, dass halt der PC gezeigt wird mit den ganzen Komponenten drin, die auch teilweise fake sind oder eben nur die Gehäusebilder und hier haben wir wirklich nur dieses Gehäusebild und das ist völlig in Ordnung. Das ist auch direkt das Silentium PC Signum SG1 TG Glasfenster. Das ist leider unten in dieser Aufstellung nicht drin in der Liste. Warum? Weiß kein Mensch, aber es steht halt nicht drin. Ich weiß aber, dass es das ist. Das hat schon einen Lüfter vorne vorinstalliert, einen Lüfter hinten vorinstalliert. Ist ein einigermaßen gutes Case in dieser Preisklasse, hat eine Meshfront. Ist natürlich nichts mit RGB Bling Bling oder so, aber technisch ist es soweit schon in Ordnung. Kabelmanagement technisch ist da auch nicht viel los, kann euch aber irgendwo dann egal sein, vor allen Dingen bei einem Preispunkt von 800 Euro. Und das kostet 58,80 Euro bei Equipper. Und jetzt kommen wir ja auch zu der Liste, da starten wir bei dem AMD Ryzen 5 5500. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Das ist kein besonderer Prozessor, ebenfalls wegen dieser Preisklasse. Der ist natürlich deutlich schlechter als so ein 5600X zum Beispiel. In Kombination mit dieser Grafikkarte ist das allerdings kein Problem. Wollt ihr hinterher irgendwie eine 6800 XT oder so reinschmeißen, dann wird der auf jeden Fall limitieren. Aber mit diesem System, so wie es hier aufgebaut ist, ist der noch okay. Stream ist mit dem Ding sowieso nicht drin, das ist klar, ne? Also lasst es am besten sein. Mit dem 5600X ist es auch schon ein bisschen schwierig, je nachdem welche Grafikkarte man hat. Aber mit dem hier lasst es am besten einfach sein. Zum Zocken reicht der, Streaming nein. Und der kostet 109 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD RX 6600 8 GB. Natürlich haben wir hier wieder freie Wahl, was wir nehmen. Wir nehmen wie immer die günstigste von Geizhals. Das ist die PowerColor Radeon RX 6600 Fighter. Kann auch gut sein, dass er genau die verbaut oder irgendeine andere. Er lässt sich das halt offen. Das ist für Full HD Gaming auf jeden Fall eine einigermaßen gute Grafikkarte. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr Full HD 144 Hertz zocken könnt. Also bei E-Sports Titeln schon, bei AAA Titeln eher nicht so. Ich zeige euch jetzt auch nochmal einen kleinen FPS-Test. Der geht wirklich sehr schnell, da springen wir eben so durch, dass ihr ungefähr eine Ahnung habt, was die so erreicht. Dieser Test bezieht sich jetzt einfach immer auf Full HD und den höchsten Einstellungen, beziehungsweise die fast höchsten. Das ist nicht immer Ultra, das ist teilweise auch nur High, aber da habt ihr auf jeden Fall stabile 60 FPS. Wir gehen jetzt mal eben kurz durch. Bei God of War sind es 74 FPS im Average, Forza Horizon hat 104 FPS im Average, Far Cry 6 hat 82 FPS, Elden Ring hat 60 FPS, CSGO hat 341 FPS, Valorant hat 357 FPS, Red Dead Redemption 70 FPS und GTA 5 128 FPS. Das war jetzt einfach mal ein grober Überblick. Wenn ihr euch das noch genauer anschauen wollt, verlinke ich das Video natürlich in meiner Videobeschreibung unten. Aber ich denke, wie gesagt, für Full HD Gaming reicht diese Grafikkarte erstmal aus.
und die kostet 275 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir G-Skill Ripshaws 5, 16 GB DDR4, 3600 MHz CL18. 16 GB sollten es in der Preisklasse auch sein. Die Ripshaws sind gute RAM-Speicher, also ich hatte selten Probleme damit. Die sehen auch einigermaßen gut aus. Mit diesem schwarzen Kühlkörper ist natürlich kein RGB-Bling-Bling oder so mit dabei. Bei diesem Prozessor sind 3200 vorgegeben, also was der auf jeden Fall offiziell unterstützt. Hier sind es 3600, da habt ihr noch einen gewissen Mehrwert, so sag ich mal 5% mehr Leistung. Aber ist auf jeden Fall eine gute Nummer, dass es auch in dieser Preisklasse schon möglich ist, 3600 MHz RAM zu verbauen. Und der kostet 59,19 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B450-A Pro Max und auch bei 800 Euro schaffen die es, einen Full ATX Board reinzubauen. Wir sehen das teilweise bei 1200, 1300 Euro Systemen nicht mal, da ist meistens auch nur Micro ATX drin. Das hier ist ein Full ATX Board, zwar nur B450, reicht aber für diesen Prozessor aus, weil Ryzen 5000 hier offiziell unterstützt wird. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, hier kommt die Grafikkarte hin, den Slot könnt ihr wahrscheinlich nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Und hier unten könnt ihr das halt benutzen zum Erweitern für eine WLAN-Karte, Capture-Card, was auch immer ihr möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, Netzwerk Anschluss, zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, dann haben wir noch HDMI, VGA und DVI, könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, zweimal USB 2.0 und PS-2 Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Alles in allem grundsolides Board. Könnt ihr sogar noch ein bisschen erweitern, wie gesagt mit einer WLAN-Karte und so, Full ATX und einem Full ATX Case, passt. Und das kostet 67 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine Fastro MS150 1TB und ja, bei 800 Euro ist es auch möglich, 1TB zu verbauen. Tatsächlich, ich hätte jetzt mit 500 GB gerechnet, bin ich ganz ehrlich, aber 1TB ist natürlich super. Lesen 2400 MB die Sekunde und schreiben 1700 MB die Sekunde ist natürlich auch einigermaßen schnell, besser als eine SATA SSD auf jeden Fall. Und für Zocken reicht die völlig aus. Mit 1TB kommt auf jeden Fall schon mal weiter als mit 500 GB, ist ja klar. Ist auf jeden Fall eine gute SSD und die kostet 81,89 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir den Silentium PC Fera 5. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Ja, wer es glaubt, der kann wahrscheinlich so, sag ich mal, 150 Watt bis 170 Watt, was aber dicke ausreicht für einen Prozessor, der nur eine TDP von 65 Watt hat. Klar, der kann sich bestimmt auch so 88 genehmigen, aber der reicht auf jeden Fall aus. Hat natürlich kein Schickimicki wie RGB oder so, reicht aber, wie gesagt, für den Prozessor und ist besser als der Stockkühler, der dabei ist. Und der kostet 29,80 Euro bei Equipper. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 11 500 Watt. Das hat 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Klar, mit dem Kabelmanagement, die Kabel, die nicht benötigt werden, fliegen dann im Gehäuse rum auf der Rückseite, werden wahrscheinlich noch irgendwie festgebunden mit Kabelstrapse, ist für die meisten sowieso nicht relevant. 80 plus Gold-Zertifizierung ist natürlich super, die 5 Jahre auch. 500 Watt ist jetzt nicht sonderlich viel, reicht aber für das System. Ihr könntet später wahrscheinlich sogar noch ein 5600X Ryzen da reinpacken oder so, damit kommt das Netzteil auch noch klar. Kommt bitte nicht auf die Idee, eine fette Grafikkarte wie zum Beispiel eine 3070 Ti oder 3080 da reinzuballern, dann fliegt euch das Teil zwar nicht um die Ohren, aber geht auf jeden Fall aus. Für das System auf jeden Fall super gewählt, ist auch kein billiges Netzteil, hat gute Qualität, passt. Und das kostet 62,49 Euro bei Mindfactory. Was hier jetzt nicht mit dabei steht, was aber auf jeden Fall der Fall ist, Windows 10 ist hier vorinstalliert. Ohne Key. Den Key könnt ihr dann bei meinem Partner kaufen oder sonst wo. Nur Windows wird hier vorinstalliert mit allen Treibern und so weiter. Ihr könnt den wirklich zu Hause hinstellen, anstöpseln, loslegen. Ihr müsst natürlich nach einer Zeit schauen. Irgendwann kriegt ihr dieses Wasserzeichen unten rechts in der Ecke auf eurem Bildschirm. Das sieht man sogar in Spielen. Das ist dann irgendwann nervig. Haut da irgendwie einen Key dann rein für Windows 10 Professional und dann ist das auch in Ordnung. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 743,17 Euro, das System soll kosten, glatt 800 Euro. Das heißt, ihr habt fürs Zusammenbauen etwas mehr als 56 Euro gezahlt, was in diesem Preissegment mehr als fair ist. Ich rede ja sonst immer von 150 Euro, weil Mindfactory diese 150 Euro Referenz hat. Hier sind es jetzt 56 Euro, selbst bei 100 wäre es noch okay gewesen, klar. Also ist wirklich ein guter Preispunkt. Und ich habe mir hier mal einen Vergleich angeschaut bei Dubaro. Wir haben hier auch einen Ryzen 5500 mit der gleichen Grafikkarte, allerdings nur 3200 MHz RAM und nur eine 500 GB SSD. Das Mainboard ist circa gleichwertig für 849 Euro, also 50 Euro mehr mit schlechteren Komponenten. Der einzige Unterschied ist hier noch das Kolink Void RGB, das hat noch RGB-Beleuchtung und 600 Watt anstatt 500 Watt, allerdings auch nur ein System Power. Das Pure Power ist qualitativ besser als die System Power Serie. Und Hardware Deals hat hier auch noch diese 700 Edition, die hat noch eine schwächere Grafikkarte, einen etwas besseren Prozessor, auch nur 3200 MHz RAM, da habe ich nachgeschaut, das steht jetzt hier nicht, aber das ist so, 500 GB SSD auch nur anstatt 1TB und das Mainboard kann man total vergessen, der kostet natürlich auch 50 Euro weniger. Also selbst bei den Alternativen bei Dubaro habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, was irgendwie in diesem Preisbereich ist, was besser ist als das Angebot hier von Krotus. Dubaro könnte das mit Sicherheit auch, haben sie aber jetzt aktuell so nicht im Programm.
Also alles in allem, sucht ihr einen Gaming-PC im Bereich von 800 Euro, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Da ist jetzt nicht viel dran auszusetzen. Ist jetzt natürlich kein schickimicki RGB-Bling-Bling irgendwie da. Es hat eine Glasscheibe, ja, da könnt ihr euch noch so einen LED-Streifen oder so reinpacken. Da habt ihr ein bisschen RGB-Beleuchtung. Das ist aber wirklich ein Non-RGB-System, was einigermaßen Leistung hat bei Full HD. Und das ist soweit in Ordnung. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Denkt an das Review und joint unseren Discord, wenn ihr möchtet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.